Bei diesem Klassiker unter den Cardio-Übungen kannst du deiner Kreativität den freien Lauf lassen. Achte bitte darauf, dass dein Seil auf Spannung bleibt und du mit Körperspannung arbeitest. Wichtig ist auch, dass du das Seil relativ tief hältst und dass du ganz sanft bei den Sprüngen landest. Bei dieser Variante steht ihr euch wieder gegenüber in einem schulterbreiten Stand, kommt in eine tiefe Kniebeuge. Den Ball habt ihr vor dem Brustbein. Und direkt, wenn ihr wieder nach oben kommt, wirfst du den Ball deinem Partner zu. Schau, dass das Ganze schön fließend und dynamisch abläuft. Wenn du den Ball fängst, kommst du direkt wieder in die tiefe Kniebeuge. Rumpf ist aktiv dabei. Und auch hier, die Knie sind hinter den Zehenspitzen. Bei dieser Übung starte ich in Rückenlage mit der Beinpresse. Ich habe die Arme rechts und links neben meinem Körper liegen und dein Rumpf ist aktiviert. Also schön die Bauchspannung beachten. Die Beine sind nach oben gestreckt. Dann beginne ich mit der Beinpresse. Und wenn die Beine gebeugt sind, dann mache ich einen engen Liegestütz. Das heißt, Ellbogen gleiten eng am Körper nach hinten, meine Schultern sind weg von den Ohren und ganz wichtig, mein Bauch ist fest wie ein Brett. Hier beginne ich im Stütz. Meine Schultern sind über den Handgelenken, mein Bauch ist richtig fest. Und ich krabbel dann einmal unter Nicole hindurch. Achte währenddessen darauf, dass mein Po schön tief bleibt und die Knie die ganze Zeit in der Luft sind. Wenn ich einmal durchgekrabbelt bin, springe ich kraftvoll ab und lande auf der anderen Seite und begebe mich dann selber in den Stütz. Und dann bin ich dran mit Durchkrabbeln. Bei dieser Übung steht ihr seitlich nebeneinander. Das innere Bein ist vorne. Wichtig wieder, das Knie bleibt hinter der Zehenspitze. Dann werft ihr euch den Ball gegenseitig zu. Und wichtig hierbei, wenn du den Ball fängst, dann hole richtig schön zur Gegenrichtung aus. Aktiviere die Chormuskulatur dabei. Nach der Hälfte der Zeit Seitenwechsel. Und was ist noch wichtig? Ganz wichtig, das vordere Knie ist immer stabil.
Bei dieser Übung steht ihr euch gegenüber und kickt eure Fußinnenseite gegeneinander. Dabei nehmt ihr eure Arme schön sportlich mit und arbeitet mit Körperspannung. Wir befinden uns hier beide im Stütz. Die Füße stehen nebeneinander, die Füße sind eng geschlossen. Und ich beginne viermal rüber und zurück zu springen. Als Variante zum Sprung machst du einfach Schritte über die Füße, auch vier Stück. Und achte auf die Schultern, diese stehen über den Handgelenken und die Körpermitte ist aktiviert. Ihr startet hier in der Rückenlage. Die Füße sind in etwa schulterweit aufgestellt. Und wenn ihr jetzt das Becken anhebt, bleiben die Schulterblätter am Boden. Wenn das Becken in der Luft ist, macht ihr einen Tap mit dem gegenüberliegenden Fuß seines Partners. Einmal die eine Seite, Bein abstellen, danach die andere Seite. Und dann bringst du dein Becken wieder tief und hebst es direkt wieder an. Rechte Seite, linke Seite. Und das die ganze Zeit im Wechsel. Bei diesem Klassiker unter den Cardio-Übungen kannst du deiner Kreativität den freien Lauf lassen. Achte bitte darauf, dass dein Seil auf Spannung bleibt und du mit Körperspannung arbeitest. Wichtig ist auch, dass du das Seil relativ tief hältst und dass du ganz sanft bei den Sprüngen landest. Bei dieser Variante steht ihr euch wieder gegenüber in einem schulterbreiten Stand, kommt in eine tiefe Kniebeuge. Den Ball habt ihr vor dem Brustbein. Und direkt, wenn ihr wieder nach oben kommt, wirfst du den Ball deinem Partner zu. Schau, dass das Ganze schön fließend und dynamisch abläuft. Wenn du den Ball fängst, kommst du direkt wieder in die tiefe Kniebeuge. Rumpf ist aktiv dabei. Und auch hier, die Knie sind hinter den Zehenspitzen. Bei dieser Übung starte ich in Rückenlage mit der Beinpresse. Ich habe die Arme rechts und links neben meinem Körper liegen und dein Rumpf ist aktiviert. Also schön die Bauchspannung beachten. Die Beine sind nach oben gestreckt. Dann beginne ich mit der Beinpresse.
Und wenn die Beine gebeugt sind, dann mache ich einen engen Liegestütz. Das heißt, Ellbogen gleiten eng am Körper nach hinten, meine Schultern sind weg von den Ohren und ganz wichtig, mein Bauch ist fest wie ein Brett. Hier beginne ich im Stütz. Meine Schultern sind über den Handgelenken, mein Bauch ist richtig fest. Und ich krabbel dann einmal unter Nicole hindurch. Achte währenddessen darauf, dass mein Po schön tief bleibt und die Knie die ganze Zeit in der Luft sind. Wenn ich einmal durchgekrabbelt bin, springe ich kraftvoll ab und lande auf der anderen Seite und begebe mich dann selber in den Stütz. Und dann bin ich dran mit Durchkrabbeln. Bei dieser Übung steht ihr seitlich nebeneinander. Das innere Bein ist vorne. Wichtig wieder, das Knie bleibt hinter der Zehenspitze. Dann werft ihr euch den Ball gegenseitig zu und wichtig hierbei, wenn du den Ball fängst, dann hole richtig schön zur Gegenrichtung aus, aktiviere die Core-Muskulatur dabei. Nach der Hälfte der Zeit Seitenwechsel. Und was ist noch wichtig? Ganz wichtig, das vordere Knie ist immer stabil. Bei dieser Übung steht ihr euch gegenüber und kickt eure Fußinnenseite gegeneinander. Dabei nehmt ihr eure Arme schön sportlich mit und arbeitet mit Körperspannung. Wir befinden uns hier beide im Stütz. Die Füße stehen nebeneinander, die Füße sind eng geschlossen und ich beginne viermal rüber und zurück zu springen. Als Variante zum Sprung machst du einfach Schritte über die Füße, auf vier Stück. Und achte auf die Schultern, diese stehen über den Handgelenken und die Körpermitte ist aktiviert. Ihr startet hier in der Rückenlage, die Füße sind in etwa schulterweit aufgestellt und wenn ihr jetzt das Becken anhebt, bleiben die Schulterblätter am Boden. Wenn das Becken in der Luft ist, macht ihr einen Tap mit dem gegenüberliegenden Fuß seines Partners. Einmal die eine Seite, Bein abstellen, danach die andere Seite und dann bringst du dein Becken wieder tief und hebst es direkt wieder an, rechte Seite, linke Seite und das die ganze Zeit im Wechsel.
Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Workouts von uns sehen wollt, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal.